Hi, so weiter geht's mit meinem Socken. Ich habe jetzt den Fuß gestrickt. Hier, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Doch, ihr könnt das sehen, ne? Das hier oben ist das Muster, was wir hier auch beim Schaft haben. Und hier unten habe ich einfach rechts gestrickt. Das finde ich immer zum Laufen in Socken ganz gut. Ich habe hier ein richtiges Maßband. Damit messe ich dann wirklich immer, wie viel ich gestrickt habe. Oh, jetzt geht mein Häschen in sein Körbchen endlich. Ja, auf jeden Fall, ich messe dann immer ab, wie viel ich wirklich gestrickt habe. Manchmal ziehe ich es auch so ein bisschen, weil ich möchte es immer ein bisschen strammer am Fuß haben. Ich mag das nicht, wenn das so wabbelt alles. Ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt den Fuß soweit fertig gestrickt. Und jetzt kommen wir ans Bündchen. Da ich das ja ans Bündchen, an die Spitze. Ich stricke immer die Bändchenspitze. Es gibt noch die Schleudersternspitze. Und Toe-Up-Socken, also von der Spitze gestrickt. Ich persönlich liebe die Bändchenspitze. Was habe ich denn mit Ferse oder mit Dingens? Mein Gott. Auf jeden Fall stricke ich die. Wie gesagt, es gibt noch andere Spitzen, die könnt ihr auch alle stricken. Wenn ihr die besser könnt, dann macht das. Also wie gesagt, ich bin mit meiner Bändchenspitze. Ich zeige euch auch nachher, warum und wie ich die besser vernähen kann. So, um euch das mal zu erklären, wo hier Faden, komm her. Wir haben hier unsere erste, zweite, dritte, vierte Nadel. Und es wird jetzt so abgenommen, an der ersten Nadel immer hinten die Masche. An der zweiten Nadel vorne, an der dritten Nadel hinten und an der vierten Nadel vorne. So nehmen wir jetzt die ganze Spitze ab. Ich mache es immer so, dass auch wenn ich habe ja jetzt 16 Maschen auf der Nadel, auch wenn ich 15 Maschen auf der Nadel habe, dass ich bis zur 10., bis ich nur noch 10 Maschen auf der Nadel habe, stricke ich alle 2 Runden meine Abnahme. Dann wird die Spitze nicht ganz so spitz, dann läuft die so ein bisschen runder zu und wird nicht ganz so spitz spitz. Dann sieht die besser aus. Und also bei mir sitzt die auch gut. Wenn ihr übrigens nichts zu messen habt und wisst, wie weit die Ferse oder wann ihr die Spitze anfangen müsst, wie weit ihr den Fuß stricken müsst, gibt es einen ganz einfachen Trick. Da, wenn das eure Zehen sind, wenn der kleine Zeh bedeckt ist, dann könnt ihr mit der Spitze anfangen. So, jetzt geht's aber wirklich los. Ich hole mal meinen Faden. Moment. So, los geht's. Ach so, und die Spitze stricke ich auch immer rechte Maschen. Also egal was ist, einfach rechte Maschen stricken. Ohne Muster, ohne alles, finde ich persönlich am besten. Aber da müsst ihr halt gucken, wie ihr das macht. So. Und noch eine. Jetzt haben wir die letzten 3 Maschen hier und die werden ganz einfach zusammen abgestrickt und schon haben wir die Maschen abgenommen. So, jetzt sind wir dann bei der zweiten Nadel hier und da stricken wir die erste Masche rechts. Dann heben wir es einfach so ab wie zum Linksstricken. Also einfach so abheben, die nächste Masche rechts stricken und dann die zweite über die dritte drüber heben. Und dann wird rechts gestrickt. Ich zeige euch das nochmal an der dritten Nadel. Oh, jetzt wieder unruhig der Hund. So, das war die zweite Nadel. Jetzt kommt die dritte Nadel, dann nehmen wir wieder hinten ab. Also stricken wir bis auf die letzten 3 Maschen erstmal. Wie gesagt, ich stricke es rechts, also finde ich am schönsten. Einfach in beide rein. Gucken, dass wir wirklich beide Maschen haben. Rechts abstricken und die letzte Masche. So, und die vierte Nadel, wo wir wieder vorne abnehmen. Wir stricken einfach rechts, heben ab, stricken nochmal rechts und ziehen die zweite Masche über die dritte drüber. So, und das war unsere erste Abnahmerunde. Jetzt stricke ich die nächste Runde einfach glatt drüber
und dann nehme ich wieder ab. Und das Ganze mache ich so lange, bis ich nur noch 10 Maschen auf der Nadel habe. Und dann wird in jeder Runde abgenommen. Aber das erkläre ich euch dann nochmal. Ich habe jetzt meine 10 Maschen hier auf der Nadel. Und ich stricke jetzt einfach noch einmal rum. Und ab dann fange ich an, jede Runde wieder abzunehmen, wie wir es gerade gemacht haben. Aber dann wirklich kontinuierlich jede Runde, bis ich dann nur noch 2 Maschen auf der Nadel habe. Also die erste Nadel hinten, die zweite vorne, die dritte hinten und die vierte wieder vorne. Und das mache ich, wie gesagt, jetzt so lange, also eine Runde noch rum. Und dann ab jetzt quasi oder ab dann in jeder Runde wird abgenommen, bis nur noch 2 Maschen da sind. Und dann sehen wir uns wieder.